42 Jahre alt sind Pfaffner Blechschränzer dieses Jahr geworden. Aus diesem Anlass haben sie ihrem Dorf einen Umzug durchgeführt. Mit dabei war auch eine ganz besondere Truppe. Der Zug 86. Ein Geist! Ein Geist! 2002 sind wir zusammen zu der Schule gekommen und haben eigentlich hier den ersten Wagen gemacht. Und jetzt sind wir 10 Jahre zusammen unterwegs, alle Jahre an der Fasnacht, eine Woche. Wir haben unseren fixen Plan, wo wir eigentlich von Umzug zu Umzug und von Fest zu Fest gehen mit dieser Truppe. Das Besondere finde ich an dieser Truppe, durch das Jahr durch gehen wir eigentlich eher getrennte Wege. Also man sieht sich, sagt einander Hoi, aber während der Fasnacht sind wir wieder ein Team, ein Herz und eine Seele. Doch eigentlich hat doch der Zug 86 noch letztes Jahr gesagt, es sei vorbei. Warum der Gesinnungswandel? Ja, das hat sich jetzt so ergeben. Ja, wir haben gefunden, jetzt sind wir für 10 Jahre unterwegs gewesen. Einfach nichts machen können wir auch nicht. Das ist auch nicht das Gleiche. Und jetzt haben wir ja, etwas Kleines noch gemacht. Und jetzt, wo die Schränzer das Jubiläum haben, haben wir gefunden, wir machen dieses Jahr mit. Einfach nicht mehr im gleich grossen Rahmen wie im vorderen Jahr. Scheint's überlegt sich der Zug 86, das nächste Jahr wieder mit einem grossen Wagen dabei zu sein? Ja, es geht da schon wieder die ersten Gerüchte um, dass das mit dem kleinen Wagen nicht das gleiche ist wie mit dem grossen. Und ja, Gedanken sind da. Schon war der Umzug wieder vorbei. Das Fest ist aber noch lange weitergegangen. Der Höhepunkt am Abend war natürlich der Auftritt der jubilierenden Blechschränzer.